Mergers and Acquisitions oder kurz M&A, zu Deutsch auch Fusionen und Übernahmen, ist eine Sparte im Investmentbanking, die sich mit Firmenkäufen und Fusionen beschäftigt und Firmen dabei berät, diese durchzuführen oder zu machen. M&A wird auch generell dafür genommen, wenn Firmen einfach andere kaufen oder sich zusammengehen. Das wird meistens gemacht, um Synergien zu erzielen. Das heißt, wenn zwei Firmen zusammengehen, dass sie Kosten sparen können oder Produkte leichter verkaufen können. Allerdings scheitern ungefähr 2/3 dieser Transaktionen und vernichten eher Aktionärskapital. Da oft geht es halt doch auch um Eitelkeiten des Management. Man will irgendwie der Marktführer sein und die kulturellen Probleme werden oft unterschätzt. Und deswegen, plus diese ganzen Investmentbanken verdienen natürlich auch sehr, sehr viel Geld an diesen M&A-Transaktionen. Das heißt, die im Interesse, das durchzuführen, pitchen das oft dann den Firmen und der Manager fühlt sich dann geschmeichelt und macht das irgendwann. Dann der will natürlich auch für irgendwas stehen oder irgendwie etwas hinterlassen. Und da ist natürlich so eine erfolgreiche Übernahme für einen CEO das Größte. Deswegen sollte man als Investor vor allem vorsichtig sein, wenn diese Mergers außerhalb des Kerngeschäftsmodells sind und gerade wenn sie zwei gleichberechtigte Partner, also eine echte Firmenfusion, das scheitert noch viel öfter, weil dann ist nicht klar, wer gibt den Ton an. Andererseits, was sehr erfolgreich sein kann, sind solche Buy-and-Build-Strategien. Man kauft kleinere Firmen auf und kann die dann auf irgendwie zum Beispiel im IT-Sektor und will irgendwie eine führende IT-Beratung sein. Und dann, wenn man dann kleine Firmen aufkauft, die sich integrieren lassen, dann kann das funktionieren, vor allem wenn die Preise nicht so hoch sind. Trotzdem darf man, wie gesagt, die Eigeninteressen der Investmentbanken und M&A-Berater nicht vergessen, die sehr gut bezahlt werden. Und natürlich so eine Übernahme darf nicht nach außen dringen, deswegen arbeiten da auch relativ wenig Leute dran, die aber dann wirklich 100 Stunden plus bei einer Übernahme ranklotzen müssen. Und das galt früher mal so als die Königsdisziplin im Investmentbanking.